Michi, ich befrage dich jetzt zu deinem bisherigen Werdegang und du kannst mir gerne erzählen, was du bisher gemacht hast und was du studiert hast. Im Bachelor habe ich Wirtschaftsinformatik, Sales and Consulting studiert und bin dann bei meiner Firma geblieben, Hewlett Packard Enterprise. Okay, und jetzt bist du da aktuell dort noch angestellt und befindest dich im Masterstudium. Genau, ich bin aktuell als Solution Architect angestellt bei HPE. Das bedeutet, wir entwickeln Architekturen, Plattformen für Kunden, um die bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten. Was sind da so deine täglichen To-Dos und deine Assignments, die du da so zu bewerkstelligen hast? Ich arbeite direkt mit Kunden zusammen. Ich muss deren Herausforderungen identifizieren und dann natürlich, ich sag mal, neue Prozesse entwickeln oder auch Enterprise-Architekturen, um zu schauen, wie wir deren Vorstellungen umsetzen können. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel von einem Kunden, was du da genau an Prozessarchitektur umsetzen musst? Fällt dir da spontan was ein? Ja, also wir machen viel digitale Transformation im Bereich von auch Gebäuden. Mhm. Und dort leiten wir eben ab, wie sieht eine moderne Architektur aus für intelligente Bürogebäude. Wie können wir mit der Gebäudeleittechnik interagieren? Wie können wir den Nutzern des Bürogebäudes eine neue User Experience geben durch eine passende Architektur? Und konntest du das, was du bisher gelernt hast und an Tools kennengelernt hast im Studium, konntest du da was anwenden in deiner Jobrolle bei HPE? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haben sehr viel gelernt, wie wir, ich sag mal, IT-basierte Prozesse entwickeln können. Mhm. Und wir haben auch tatsächlich aktiv gelernt, wie wir Enterprise Architecture entwickeln. Und das ist tatsächlich mein täglich Brot. Deswegen kann ich das tatsächlich eins zu eins anwenden, was wir hier in diesem Studiengang lernen. Fällt dir da spontan ein bestimmtes Tool ein, was wir hier gelernt haben, was du da direkt anwenden konntest? Also wir haben Enterprise Architecture mit Archimate modelliert. Mhm. Im Unternehmenskontext sind es mal andere Tools, aber ich sage mal, die Prinzipien sind immer die gleichen. Also es ist leicht anzuwenden. Mhm. Ja, das ist schon mal gut. Fallen dir dann die Trends ein, die sich in der Zukunft entwickeln werden, im beruflichen Kontext, wo das Studium uns schon gut darauf vorbereitet? Ja klar, es ist ja gerade in aller Munde. Ich glaube, der größte Trend ist wirklich, wie können Unternehmen künstliche Intelligenz sinnvoll in ihren Betrieb oder in ihre Prozesse integrieren? Und ich denke, das wird die nächsten Jahre der Haupttrend sein. Genau, und das hat das Studium uns darauf schon vorbereitet mit AI. Unser Studiengang, der Digital Business Management Studiengang, der bereitet uns auf jeden Fall sehr gut darauf vor, weil da muss man sowohl mit den IT-Lern kommunizieren, als auch mit Business Process Ownern. Mhm. Und genau an der Schnittstelle können wir arbeiten. Ja, sehr gut. Dann bedanke ich mich für deine investierte Zeit und dann wünsche ich dir für deinen weiteren beruflichen Weg alles Gute. Vielen Dank.